vor etwa 10 Jahren habe ich das erste Mal gehört, dass das Strafgesetz zum Schwangerschaftsabbruch in Kanada bereits 1988, also fast vor einer Generation, ersatzlos gestrichen wurde. In Kanada ist der Schwangerschaftsabbruch quasi straffrei. Da gibt es keine Regelungen, was dem betrifft. Was für Erfahrungen hat man da gemacht? Sind da zum Beispiel die Schwangerschaftsspätabbrüche angestiegen durch diese neue Regelung oder Nichtregelung in dem Fall? Genau. Also ich muss vielleicht klarstellen, dass es nicht so ist wie in Österreich. Es ist nicht der Fall, dass eine Straffreiheit besteht, sondern es ist der Fall, dass es überhaupt keine Regelung im Strafgesetz gibt bei uns. Also das Wort Abtreibung oder Abbruch oder so kommt einfach in unserem Strafgesetz nicht vor. Es ist kein Straftatbestand, in irgendeiner Form eine Schwangerschaft abzubrechen. Und das ist auch nicht begrenzt im Gesetz irgendwie durch einen Termin oder durch jemanden, der das macht oder so. Also die gesetzliche Lage ist wirklich sehr anders als hier. Man hat, glaube ich, 3 wichtige Erfahrungen mit diesem Experiment über 27 Jahre gemacht. Die erste Erfahrung ist, dass es die Zahl der Abbrüche nicht wirklich beeinflusst. Wenn ich sage nicht wirklich, ganz, ganz am Anfang, wie das Gesetz sich geändert hat, haben die Statistiken ein bisschen so ausgesehen, als ob die Zahlen leicht nach oben gehen. Wir sind relativ sicher, dass das eine Funktion des besseren Zählens ist und nicht eine Funktion der veränderten Abbrüche. Die sind dann wieder gefallen und sind heute niedriger, als sie waren, bevor die vollständige Entkriminalisierung durchgesetzt wurde, obwohl, und das in absoluten Zahlen, obwohl die Bevölkerung heute viel größer ist. Ja? Und der dritte Effekt, den wir beobachtet haben, ist, dass die Zahl der Abbrüche, die spät gemacht werden, gesunken ist. Und das ist, weil eine größere Rechtssicherheit besteht und deswegen Frauen ohne Sorge, dass sie sich in eine kriminalisierte Zone begeben in irgendeiner Weise, Rat suchen, und zwar früher Rat suchen. Dieser Effekt ist in der letzten Zeit ein bisschen rückläufig dadurch, dass die Verfügbarkeit von Ärzten und Krankenhäusern, die tatsächlich Abbrüche machen, zurückgegangen ist. Also es gibt einen pragmatischen Grund dafür, dass wir sehen, dass der Abbruchszeitpunkt ein bisschen wieder nach oben geht. Das hat aber nichts mit der rechtlichen Situation zu tun und auch nichts mit der Vorliebe von Frauen für einen späteren Abbruch, sondern hat was damit zu tun, dass die Ärzte und die Krankenhäuser es weniger anbieten, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und es ist in einigen Teilen des Landes schlimmer als in anderen Teilen. Aber es ist nicht der Fall, dass die Entkriminalisierung zu mehr Abbrüchen geführt hat oder zu späteren Abbrüchen geführt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Also interessant ist ja schon der Begriff Fristenlösung. Ne? Das ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Wie man aus der kanadischen Erfahrung sehen kann. Und wie so oft, wenn Lösungen für was angeboten werden, wo es eigentlich gar kein Problem gibt, füllen sich dann in der Fantasie der Menschen die Probleme nach. Also es gibt eine Imagination darüber, eine Fantasie darüber, welche Probleme diese Lösung denn beantwortet. Und ich glaube, ganz wichtig ist, in dem politischen Diskurs nicht dieser Einladung zu folgen, auch Lösungen für fiktive Probleme anzubieten und auch zu erinnern, dass die Prinzipien, um die es geht, ja relativ einfach sind und auch einfach zu kommunizieren sind. Also um nochmal aus der kanadischen Erfahrung, wie wir zu dem Gesetz kamen, was wir jetzt haben, oder dem Nicht-Gesetz, musste unser oberstes Gericht mit der Frage sich beschäftigen, ist es denn verteidigbar, dass der Staat einer Frau eine sichere medizinische Behandlung untersagt, ohne
Ihre eigenen lebensplanerischen Aspirationen dabei zu bedenken. Ist das etwas, was der Staat rechtfertigen kann als Eingriff in Ihre bürgerlichen Freiheitsrechte? Und unser Gericht ist letztlich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht verteidigbar ist. Und ein Teil des Problems im Diskurs, den wir in vielen Ländern im Moment sehen, ist, dass es so aussieht, als ob die Leute, die für einen freien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch plädieren, in die Situation gebracht werden, wo sie das den Rechtfertigungszwang sozusagen haben. Wenn der Schuh wirklich eigentlich auf dem anderen Fuß sitzen müsste, die Erklärung dafür, warum jemand aus zum Beispiel religiösen Gründen oder ideologischen Gründen glaubt, das Recht zu haben, einer anderen Staatsbürgerin Entscheidungen über ihren eigenen Körper wegzunehmen. Das ist eine unglaublich tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte. Und wir machen sowas natürlich. Also Gesetze greifen in Freiheitsrechte ein. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber wenn sie das tun, dann erfordert das eine Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung ist entweder, dass die Bürgerin oder der Bürger was falsch gemacht hat und Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen, fällt normalerweise nicht in die Kategorie. Oder weil es ein überzeugendes Staatsinteresse gibt, ein kollektives Interesse, was da durchgesetzt werden muss. Und weder das eine noch das andere scheint der Fall zu sein. Wir müssen da vielleicht schon ein bisschen mutiger werden. Wir können Kanada nicht als Beispiel nehmen, weil keine politische Partei hat das durchgesetzt, sondern das waren die Verfassungsrichter gegen Henry Morgenthal und seine Mitangeklagten. Das waren Ärzte, die sich an das Gesetz nicht gehalten haben. Ich wollte nur klarstellen, dass der Vergleich mit Kanada nicht nützlich ist, da sind wir uns ganz einig, nicht nützlich ist für die Frage, wie kommt man dahin, weil die historische Gegebenheit und die juristische Gegebenheit bei uns anders war. Ich glaube, der kanadische Vergleich ist deshalb nützlich, weil er beantwortet bestimmte Fragen, die sich ergeben, wenn man darüber nachdenkt, ob man eine strafrechtliche Behandlung des Abbruchs braucht. Und ich glaube, dass das kanadische Beispiel nützlich ist, zu beantworten die Frage, treiben Frauen dann mehr ab, treiben Frauen später ab, treiben Frauen auf dem Weg zur Geburt im Krankenwagen ab, das sind ja alles Szenarien, die gelegentlich an die Wand gemalt werden. Und die Antwort auf diese Fragen ist nein. Und da ist Kanada ein nützlicher Vergleich. Der Vergleich ist nicht nützlich, wenn man sagt, was haben die denn in Kanada genau verfassungsrechtlich gemacht und kann man das hier replizieren? Das wird in jedem Land immer anders sein. Na, und dann noch was, weil es zuerst auch von der Moderation Wahlen verlieren. Also in Kanada, jetzt einmal Kanada, ja. Die New Democratic Party, Mitgliedspartei Sozialistischen Internationale, hat 1988 das beste Ergebnis eingefahren, wahlmäßig, wo sie sich ganz eingesetzt haben für diese Abschaffung des Gesetzes und für den Henry Morgenthaler. Ja. Wir von der SPÖ haben 1979 das beste Ergebnis eingefahren, nachdem die Fristenlösung in Kraft kam. Also wollen verliert man nicht.